hier in BB wird Ihnen präsentiert von Sehne. Unseren 3-Stufen Natursauerteig lassen wir 24 Stunden Zeit, sich zu entfalten. Und das schmeckt man. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir in BB. Wir stehen hier im beschaulichen Herrenberg Haslach und heute ist ein ganz besonderer Tag. Und das weiß der Dieter Ulmer viel mehr zu erzählen, weil er ist nämlich Ortsvorsteher. Was ist denn heute für ein besonderer Tag? Ja, heute ist der Haslacher Dorfkulturtag. Eine Veranstaltung, die hat gestern mit der Kinonacht begonnen, setzt sich heute hier an verschiedenen Orten im Ort fort mit künstlerischen Darbietungen vom Gesang oder aber wie hier eine historische Schlepperausstellung, Traktorenausstellung mit dem ältesten Traktor, den wir hier in Haslach haben aus der Vorkriegszeit. Oder aber, wie gesagt, mit verschiedenen Musikbeiträgen. So, wenn ich hier durch Haslach gelaufen bin, da ist mir eins aufgefallen. Also an ganz verschiedenen Orten sind wahnsinnig viele Menschen zusammen. Man kann auch sagen, Haslach klein und fein. Was macht aber Haslach auf, dass ihr so ein tolles Gemeindeleben hier auf die Beine stellt? Ja, in Haslach ist es so, dass die Vereine sehr aktiv sind. Hauptsächlich der Sportverein, aber auch Gesangverein, Feuerwehr oder Obst- und Gartenbauverein macht sehr viele Veranstaltungen, wo auch die Neubürger hier in Haslach immer herzlich willkommen waren und auch willkommen sind und das auch gerne annehmen. Natürlich nicht alle, aber sehr viele. So, wenn ich hier rumlaufe, dann denke ich immer, die 1800, die ihr hier als Gemeinde habt, so viele sind hier nicht auf den Beinen. Es sind deutlich, deutlich mehr. Und was das alles so an sich hat, da sprechen wir gleich drüber, weil nicht nur hier geht es heiß her, auch in Weil im Schönbuch, da brennt der Acker. Ein Funke genügt. Ein Stück heiße Grillkohle oder eine aus dem Auto geworfene Zigarette und das Stoppelfeld beginnt zu brennen. Etwas Wind dazu und die Flammen haben innerhalb von wenigen Minuten das halbe Feld geschluckt. Hier ist das Ganze nur eine Übung. Rund 90 Feuerwehrleute aus dem ganzen Kreis haben daran teilgenommen, um auf Wald- und Vegetationsbrände besser vorbereitet zu sein. Aber passiert so etwas überhaupt hier bei uns? Wir haben in den heißen Phasen im August sicherlich täglich Vegetationsbrände gehabt. Hatten einen größeren Waldbrand im Bereich Leinfelden-Echterdingen-Steinenbronn und ansonsten diese Felder, die eben abgeerntet oder noch nicht abgeerntet worden sind. Einer ist mir in Erinnerung aus dem Funken Markstadt, wo ein Traktor Mähdrescher auf dem Feld gebrannt hat und natürlich die Vegetation darum auch. Deswegen heißt es für die Böblinger Feuerwehrler Schulbank drücken. Sebastian Hodapp vom Internationalen Katastrophenschutz Deutschland ist heute der Lehrer. Erzählt unter anderem von Beispielen aus Brandenburg. Auch wenn ein so großer Waldbrand hier schon wegen der anderen Vegetation denkbar unwahrscheinlich ist. Das ist dann weniger eine Frage der wirklichen Größe des Feuers, so wie wir es momentan in Brandenburg gesehen haben. Also das ist nicht die Frage, wie groß das Feuer ist, sondern eher wie dynamisch. Und das hängt einfach von Faktoren wie Wind, Topografie ab, wo sich einfach jede Feuerwehr darauf vorbereiten muss. Nach 3 Stunden Theorie geht es dann raus aufs Feld. Die praktische Übung steht an. Da wird's richtig heiß. Die Feuerwehrangehörigen haben die Gelegenheit, mit echtem Feuer zu trainieren, zu üben, Handwerkzeug einzusetzen, um Feuer zu bekämpfen, so wie es in vielen Gegenden der Welt üblich ist, aber auch zum Beispiel ihre Fahrzeuge speziell in einem sogenannten Pump-and-Roll-Betrieb zu benutzen. Das heißt, während der Fahrt des Autos Wasser abzugeben, um sehr schnell sehr große Flächen ablöschen zu können. Geübt wird in 3 Gruppen. Während die eine Schlauchmanagement trainiert, um schneller entscheiden zu können, wo welcher Schlauch gebraucht wird, rücken die Kameraden in der Mitte dem Feuer mit Handwerkzeug zu Leibe. Feuerpatschen, Hacken, Schaufeln und Handspritzen. An Station 3 wird Pump and Roll geübt. Das Fahrzeug fährt am Brandherd entlang und vorne und hinten wird je mit einem Schlauch parallel gelöscht. Immer Seite an Seite, Kameraden aus allen Wehren im ganzen Kreis. Ganz wichtig ist, dass wir alle an einem Strang sehen und bei größeren, übergreifenden Ereignissen eben die gleiche Wahrnehmung haben. Eine Wahrnehmung teilen am Ende alle. Auf dem Feld war es richtig heiß. Darum wird nach der Übung vor allem eines gelöscht, der Durst. Also jede Menge Musik hier natürlich auch in ganz, ganz vielen Höfen. Herr Ulmer, an wie vielen Orten oder an wie vielen Stationen kann man eigentlich hier Haslach besuchen? Also insgesamt sind es 8 Stationen, wo wir hier verschiedene Veranstaltungen haben.
von der Uhrenausstellung bis über zur kleinsten Dampfmaschinenausstellung der Welt, über heimische Wildtiere, Traktoren, hier Schaumusteln und Bewirtschaftung im Hof mit Haslacher Musch. Da haben wir nämlich auch schon mal vorgesorgt. Ja, wir sind nämlich auch die Haslacher Muschbomber. Der Muschbomber ist unser Ortsnickname. Deswegen produzieren wir hier gerne einen Musch zum Wohl. Zum Wohl. So, und Sie haben ja vorhin gesagt, diese ganzen Feste werden organisiert von der Feuerwehr, vom TV. Aber das Tolle ist, das ganze Geld, das da eingenommen wird, das geht nicht in irgendwelche Taschen, sondern damit wird wirklich was gemacht. Stichwort Backhaus. Ja, wir haben bis vor Jahren die IG Haslacher Vereine gehabt, Interessengemeinschaft. Und das ganze Geld, wo man da bei der Veranstaltung erwirtschaftet hat, hat man reingesteckt in Material für die Sanierung des Backhauses und anschließend noch für den Bau eines Vereinsschuppen. So, Herr Ulmer, wir sprechen auch gleich mit dem Vorstand vom TV Haslach, aber vorher heißt es erstmal ran die Werbung und rein in den Kopf. Zum Wohl. Steht das Wasser bis zum Hals? Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Ich glaube, ich stehe im Wald. Jetzt kommen wir aus der Werbung und jetzt sind wir hier einfach an einem Ort, wo sich Igel und Hase gute Nacht sagen. Könnte man meinen. Jan Rothart, wo sind wir tatsächlich? Wir sind in der Scheune, einem der Ausstellungsorte vom Erich Lohrer. Und das Thema ist hier, was ein Jäger so in seinem Freizeitsport erleben kann. So. Jetzt sprechen wir aber gar nicht über die Jägerei, sondern wir sprechen jetzt über Dorfkultur. Warum habt ihr euch entschieden, so einen Aufwand zu betreiben in einem Ort mit gerade mal 1800 Einwohnern? Es gibt immer irgendwie Menschen, die Spaß dran finden, was auf die Beine zu stellen. Und das ist was, was in Haslach Tradition hat. Das sind alle Vereine letztendlich, die zusammen, alle Institutionen in Haslach, die zusammen gesagt haben, wir wollen das machen. Wir haben das vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Das war schön, das hat Spaß gemacht. Das hat die Leute aus den Häusern geholt und so sehen wir es heute auch. So, ihr habt ja auch gestern schon angefangen mit einem Film, Ein Dorf sieht schwarz, ein ganz, ganz toller Film aus Frankreich. War der Titel extra oder bewusst gewählt? Das könnte man jetzt der Meinung sein. Der Film, den ich schon vor anderthalb Jahren mal im Kino gesehen hatte, spielt im kleinen Ort in Frankreich und zeigt, was passieren kann, wenn sich Rahmenbedingungen ändern, indem eben plötzlich ein schwarzer Mediziner im Ort ist und das ganze Dorf verändert sich. So, wir wechseln einfach gleich die Location. Wir treffen uns auch gleich ganz woanders und sprechen drüber, warum wir dann dort sein werden. Vorher wird es aber nochmal nass. Nicht mehr lange, weil die Freibadsaison war erfolgreich, ist aber bald zu Ende. Das letzte Mal entspannen auf der Wiese, eine letzte Wasserschlacht, ein letztes Mal die große Rutsche runter. Die Freibäder im Kreis machen wieder zu und freuen sich über eine gute Saison. Hier in Sindelfingen zeigt man sich mit den Zahlen mehr als zufrieden. Böblingen meldet einen Besucherrekord mit mehr als 150.000 Gästen. Das Leobad in Leonberg haben rund 135.000 besucht. In Herrenberg hofft man, das erste Mal die 100.000 zu knacken. Dort wird noch bis zum 16. September gebadet, während überall sonst pünktlich zum Schulbeginn schon Schluss ist. Einen Besucherrekord verzeichnet auch die KZ-Gedenkstätte Leonberg. Zum Tag des offenen Denkmals haben rund 300 Menschen die Führung im alten Engelbergtunnel besucht. Im ehemaligen Autobahntunnel, sicher vor Luftangriffen, wurden ab 1944 Flugzeugteile gefertigt von rund 3000 KZ-Häftlingen. Sie mussten in 12 bis 18 Stunden Schichten solche Tragflächen montieren. 374 kamen hier ums Leben. Erst kurz vor Kriegsende wurde die Fabrik abgebaut und der Tunnel gesprengt. Und als letzte Stadt im Kreis startet jetzt auch Sindelfingen mit dem Stadtradeln. Bis zum 30. September können die Sindelfinger noch zeigen, was sie auf dem Drahtesel können und wie viele Kilometer sie im Alltag so zurücklegen. Wer mitzählen möchte, meldet sich am besten einfach an auf www.stadtradeln.de. Will Sindelfingen den Nachbarn Böblingen schlagen, sollten übrigens mindestens 70.000 Kilometer zusammenkommen. Den Spitzenplatz im Kreis belegt dieses Jahr allerdings Leonberg mit sogar mehr als 112.000 Kilometern.
So, gleich lasse ich mal aber sowas von Dampf ab. Hier in Haslach, Mords, was los, aber auch außerhalb von Haslach. Jede Menge geboten, die Veranstaltungstipps gibt's jetzt. Der SV Oberjesingen gegen Borussia Dortmund, eine Pokalsensation? Nicht ganz. Hier spielt nämlich nicht die Bundesliga-Kreisliga, sondern die Traditionsmannschaft des BVB gegen die Auswahl Oberjesingen and Friends. Gespielt wird für den guten Zweck und die ebenso gute Stimmung ist durch ein buntes Rahmenprogramm garantiert. Das gibt's auch beim Sindelfinger Supersonntag. Ein großer Pferdeumzug geht da durch die Innenstadt, gefolgt vom verkaufsoffenen Sonntag. Im Sommerhofenpark findet gleichzeitig das große Fest zum Weltkindertag statt. Wie immer mit Spielstraße, Schminkstation und Basteltischen. Und zu guter Letzt präsentiert die Feuerwehr gleichzeitig noch ihren Tag der offenen Tür mit spektakulären Schauübungen und Führungen durch die Wache. Und in Leonberg spielen Kimmy and the Soulmen richtig guten Rhythm and Blues. Die vier Musiker um Sängerin Kim Hoffmann geben unter anderem Songs von Ray Charles, Alicia Keys, Norah Jones und Amy Winehouse zum Besten. Los geht's im Blue Note Club um 8. Tickets gibt's ab 17 Euro. Vom ganz großen Traktor jetzt zum ganz kleinen. Ist allerdings kein Traktor, sondern eine ganz kleine Dampfmaschine. Das wird unter anderem auch hier in Haslach geboten. Herr Rudert, wie war das denn hier mit den ganzen Haslachern, die gesagt haben, ja, ich öffne jetzt einfach hier mal Tor und Türe, waren die alle Feuer und Flamme, haben gesagt, ja klar, kommt in mein Wohnzimmer. Das ist auch das ist, wie es so immer so ist, die einen haben wirklich Interesse daran zu zeigen, was da ist. Und dann ganz anders, hier wo wir stehen, das wusste kein Haslacher. Die haben sich gemeldet und haben gesagt, wir hätten auch noch was auszustellen. Und das kam erst eigentlich vor 10 Tagen raus, als das komplette Programm schon stand und keiner wusste, dass wir in Haslach jemanden haben, der Dampfmaschinen baut. Kleine Dampfmaschinen. 2014 waren die ersten Tage und jetzt haben wir 2018. Nach der Dorfkultur ist ja vor der Dorfkultur. Kann man das so sagen? Ist schon was in Planung? In Planung ist nichts, aber ich kann mir vorstellen, weil ich eigentlich nur strahlende Gesichter heute gesehen habe, dass wir uns damit wieder beschäftigen werden und in ein paar Jahren sicherlich was Ähnliches wieder auf die Beine stellen werden. Und ob das jetzt 2 Jahre, 4 Jahre oder 6 Jahre dauert, das spielt keine Rolle. Wir sind dabei und sagen, das war's für heute. Eine neue Ausgabe von Wir in BB nächsten Mittwoch. Wir in BB wurde Ihnen präsentiert von Sehne, Ihr Familienbäcker.